Hi und herzlich willkommen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, zum Digital Talk Kiezkultur schafft Wirtschaftskraft. Lifestyle der Millennials als Indikator für Unternehmen, Stadtplaner und Investoren. Heute Morgen haben wir bei der What's Next-Reihe zum Thema Klima, Wald und CO2-Einsparungen zusammengesessen. Ein Impact des Klimawandels sind sicherlich auch die Hitzesommer und die daraus resultierenden Dürren, die katastrophalen Auswirkungen auf den Forst, aber auch die Landwirtschaft in Deutschland. Und genauso bedrohlich ist aber auch, im Besonderen für Küstenstädte wie unsere Perle Hamburg, der steigende Meeresspiegel. Es überrascht darum kaum, dass die Friday for Future-Bewegung in Hamburg sehr stark ist. Erst vor einigen Tagen twitterte das Hamburger FFF-Team, der Jungfernstieg ist ab heute autofrei. Schönes Vorzeigeprojekt, aber eine ernsthafte Verkehrswende stoßen wir in Hamburg erst dann an, wenn die ganze Innenstadt autoarm ist und größerer Wert auf das Rad und den ÖPNV gelegt wird. Hehre Ansprüche, Sie sehen, eine dynamische, kluge und ambitionierte Jugend prägt diese Stadt. Der Lifestyle der Millennials ist deswegen auch Indikator, wie Sascha Hanekopf mir im Vorgespräch verraten hat. Regional Manager Hamburg bei Colliers, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie hier so eine tolle Runde zusammengestellt haben und gemeinsam diskutieren wollen, wie eben gerade unter Millennials die Wertigkeit des Kiez ausmacht, wie sich die Stadt entwickelt. Jetzt gleich werden Sie uns Ihre Gäste auch noch vorstellen. Darauf freue ich mich sehr. An Sie, liebe Teilnehmer, nochmal der Hinweis, Sie können wie immer Fragen stellen, gerne via des Chats, der hier im GoToWebinar-Tool verfügbar ist. Und ich bringe das dann nachher mit in die Q&A-Session ein. Außerdem haben wir heute auch wieder ein paar Umfragen für Sie dabei. Also bleiben Sie aufmerksam mit Ihrer Maus am Bildschirm. Wir werden Sie dann auffordern, auch die Umfragen per Klick zu beantworten. Jetzt ohne weitere Umschweife weiter an Sie, Herr Hanekopf. Wir freuen uns auf Ihre Diskussionsrunde. Bitte schön. Hallo Frau Sakellariou, vielen Dank für die Einleitung. Das, was Sie gesagt haben, ist vollkommen richtig und gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Pandemie, des damit einhergehenden Themas mobiles Arbeiten sowie der Transformationsprozesse der Metropolen in Deutschland, begrüße ich sehr herzlich für die anstehende Diskussionsrunde den Herrn Dr. Conradi von Freshfields, Herrn Henrik Diemann von HDA Architekten und Herrn Felix Mein von der Warburg HIH. Vielen Dank, dass Sie da sind. Bevor wir jetzt sozusagen gleich ins Thema stoßen und das versuchen, kontrovers, nachhaltig, prägnant zu diskutieren, haben wir uns dem Thema überspitzt ein bisschen gewidmet und ein paar Slides zusammengefasst. Wir würden da einmal ganz kurz durchführen und haben uns in Hamburg zwei Themenbereiche bedient, einmal dem kreativen und urbanen Cluster. Und warten Sie, damit ich hier, zack, auf geht's. Und einmal der City Süd. Wie man sieht, das kreative und urbane Pflaster, sage ich schon, Cluster umfasst Stadtteile Eimsbüttel, Altona, Ottensen und die City Süd, sozusagen der klassische Backoffice-Standort in Hamburg. Wenn man sich das immobilienwirtschaftlich anschaut, dann sieht man, dass das urbane Cluster und die City Süd in etwa gleich groß sind, wobei der Flächenumsatz in den letzten Jahren in der City Süd größer war. Es wundert einen kaum, dass in den letzten Jahren das kreative Cluster ein bisschen an Fahrt gewinnt. Wenn wir uns das ganze Thema weiter anschauen vor den Nutzungsarten, man sieht, ich habe eine feinjustierte Maus, womit ich mich schwer tue, dann sieht man, dass die City Süd sehr stark vom verarbeitenden Gewerbe und von der öffentlichen Verwaltung geprägt wird. Was wir nachher auch weiter in unserer Diskussion natürlich dabei bemerken werden, ist, wo welches Unternehmen ist. Das urbane und kreative Cluster ist sehr stark durch Marketing, Event- und Beratungsunternehmen und durch Information und Telekommunikation geprägt. Nochmals weiter sieht man, dass zwar ein Backoffice-Standort in den letzten Jahren erheblich an Leerstand abgebaut hat, aber wenn man sich in dem kreativen urbanen Cluster das genau anschaut, sieht man, dass es immer auf sehr niedrigem Niveau agierend ist, was eigentlich sagt, dass die Nachfrage permanent groß für den Bestand dort vor Ort ist. Gleiches gilt auch für Mieten, die auf wesentlich höherem Niveau sind. Wenn man das auf die Arbeitsplätze runterbricht, auch da sieht man sehr stark, und das haben wir ein bisschen plakativ, ist natürlich nicht fein trenngenau abgegrenzt, aber haben uns das mal angeschaut, dass Hamburg insgesamt einen erheblichen Zuwachs zu verzeichnen hat in den letzten Jahren, wobei das produzierende Gewerbe rückläufig ist und insbesondere die Dienstleistungen in Hamburg, die in diesem urbanen kreativen Cluster vorführend sind,
sind da sehr stark auch bei den Arbeitsplätzen am Steigen, was es anzeigt. Auf der anderen Seite, und das ist ja das Paradoxe ein bisschen in der mobilen Branche, sieht man wiederum, dass ein Teilmarkt wie die City Süd ein signifikant erhöhtes Transaktionsvolumen in den letzten Jahren zu verzeichnen hat und dass der ein oder andere Immobilieninvestor sich immer noch schwer tut mit solchen Lagen, weil sie vielleicht überzeichnet etwas als hip gelten. Oder wie mir mal gesagt worden ist, beim Vermarktungsprozess in der Sternschanze finden doch nur die Maifeiertage statt. Und das gilt es gleich zu verifizieren. Frau Sacellario, mich würde es freuen, wenn Sie jetzt abschließend einmal auf die Umfragethemen hinweisen könnten, damit wir dann gleich ins Thema rein können. Sehr gerne. Also die erste Umfrage blende ich jetzt ein für alle Teilnehmer. Hier ist sie schon. Wo würden Sie für Ihre Unternehmen Büroflächen anmieten? Treffen Sie eine Wahl: City, City Süd, Urban und Kreativ. Die Abstimmung läuft sehr schnell. Wir sehen jetzt, dass hier schon 60% ihre Meinung abgegeben haben. Deswegen lassen wir es jetzt noch ein, zwei Sekunden laufen, dass auch die restlichen Teilnehmer ihre Stimme abgeben können und schließen die Umfrage in 5 Sekunden. Deswegen bitte jetzt einfach noch mal kurz klicken. Vielen lieben Dank. Ich schließe die Umfrage jetzt und übertrage Ihnen auch direkt das Ergebnis. Also, Sie sehen ein sehr deutliches Ergebnis. Herr Hanekopf, wünschen Sie auch die nächste Kurzumfrage direkt im Anschluss? Auch das würde mich jetzt sehr freuen und dann Gern. hätte ich schon meine erste Frage für den Dr. Conradi vorbereitet. Oha. Wunderbar, dann starten wir direkt im Anschluss die nächste Umfrage. Und hier ist sie schon. Wo würden Sie als Investor Büroobjekte ankaufen? Ups, pardon, die haben wir hier doppelt drin. Nee, mein Fehler. Stimmt so. Das geht auch wieder sehr schnell. Wunderbar. Jetzt haben wir die Umfrage auch noch einige Sekunden drin. Es haben auch wieder über 70% jetzt schon abgestimmt. Deswegen noch einige wenige Sekunden. Dann sind wir hier auch vollständig. Vielen Dank, dass Sie so fleißig mit abstimmen. Und noch 5 Sekunden. Und dann werden wir die Umfrage jetzt gleich schließen. Vielen lieben Dank. Und die Umfrage ist geschlossen. Und auch hier das Ergebnis. Voilà. Dann blende ich das wieder aus. Herr Hanekopf, Sie wissen Bescheid. Wenn Sie die Ergebnisse nochmal eingeblendet haben wollen, melden Sie sich einfach bei mir in der Diskussion. Ich bin gespannt auf Ihre Frage an Herrn Dr. Conradi. Ja, Herr Dr. Conradi, gerade vor dem Hintergrund der immer sehr zugespitzten Diskussion ja, der Kreativen und Urbanen, ein Berufszweig wie der Ihre, würde mich schon interessieren, wie sich dort zum Beispiel zum einen das Anspruchsdenken neuer Mitarbeiter gewandelt hat, wie sich das zum Beispiel auch auf Ihre zukünftige Standortentscheidung widerspiegelt. Gibt es da eine? Und darüber hinaus sind Sie natürlich in unheimlich vielen Transaktionsprozessen auf rechtlicher Seite dabei, wieso Ihr subjektives Gespür ist, wie sich Hamburger Lagen ein Stück weit wandeln und ob Sie ähnliche Tendenzen, die wir angerissen haben, auch feststellen. Vielen Dank. Wir sind ja als Anwälte, als Wirtschaftsanwälte, in diesem Dilemma, dass wahrscheinlich Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung ein bisschen auseinandergeht. Wir halten uns für super kreativ. Unter dem landläufigen Begriff der Kreativen stehen sich wahrscheinlich die meisten ein bisschen was anderes als nun gerade Anwälte in grauen Anzügen vor, muss ich zugeben. Also ernsthaft gesprochen, für uns ist sicherlich als Wirtschaftskanzlei ganz wichtig ein innerstädtischer Standort, Central Business District. Jetzt in Hamburg gesprochen, die Nähe zur Börse, die Nähe zu den Banken, die Nähe zum Rathaus Innenstadt. Wir wären sicherlich nicht die prädestinierte Kanzlei, die jetzt sagen würde, wir gehen nach Ottensen, Bahnfeld oder Altona oder sonst wohin.
Unsere Mitarbeiter, die meisten unserer jungen Anwälte, sind allerdings welche, die durchaus auch in trendigen Szene-Stadtteilen wohnen. Ein guter Teil unserer Anwälte wohnt im Schanzenviertel, wohnt in Ottensen und sonst wie. Nur wir suchen unseren Bürostandort weniger danach aus, wo unsere Mitarbeiter wohnen, sondern mehr danach, wo unsere Mandanten sind und auch, was für eine Aussage und was für eine Message wir geben, wenn wir an irgendeinem Standort sind. Das sagt er auch etwas über uns, über unser Selbstverständnis und diese Dinge aus. Also danke für das Kompliment, falls es so gemeint war, dass wir auch ein bisschen kreativ sind. Aber ich glaube, wir sind jetzt nicht die typischen, die man vielleicht sagen würde, die gehen in junge, hippe, hipstere Stadtteile. Die Zahl der Hipster in unserem Beruf relativ gering. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Und das Wesen des Hipsters ist ja, dass er sich nicht zu selbigen bekennen möchte. Und nochmal ein anderes Thema. So, Transaktionsgeschäft. Also klar, wir sehen sicherlich seit Beginn der Corona-Krise eine sehr starke Fokussierung auf das Core-Geschäft, weil das Immobilien sind, die immer gehen und die von den Investoren auch jenseits momentaner Krisen als wertstabil und preiswürdig angesehen werden. Bei allem, was ein bisschen mehr Value Add und in etwas, sagen wir mal, riskantere Investitionsformen reingeht, sehen wir eigentlich seit Beginn der Corona-Krise eine stärkere Zurückhaltung. Warum? Weil vor allen Dingen für Investoren die Frage ist, sind die Preise, die im Augenblick von den Verkäufern angeboten werden, die man auch noch in einem Jahr froh ist, gezahlt zu haben als Käufer, oder werden wir da noch eine stärkere Ausdifferenzierung sehen? Ist wahrscheinlich etwas an der Kopf, was Sie oder auch was andere hier in Ihrem Geschäft auch erleben. Also je mehr Core, desto stabiler und desto sicherer im Augenblick auch die Transaktion. Je mehr ich in die Core Plus oder Value Add Schiene gehe, desto schwieriger wird für manche die Bewertung. So würde ich es mal sagen. Aber Transaktionen finden weiterhin statt. Wir sind nach wie vor auch involviert. Ist weniger stark als noch vor einem Jahr. Das ist klar zu bemerken. Aber es ist auch kein toter Markt, zum Glück. Definitiv. Herr Diemann, auch eine Frage an Sie. Ich hatte ja in unseren Vorgesprächen mitbekommen, dass Sie sich sehr stark mit modernen Arbeiten auseinandersetzen. Sie sind Architekt, sind auch Projektentwickler in Hamburg da sehr stark aktiv. Wie würden Sie das ganze Thema bewerten? Weil Sie ja schon, glaube ich, sehr stark diese kreativen Milieus suchen. Momentan ja auch vor Ort in einem solchen Stadtteil aus dem Kreativcluster sitzen. Wie bewerten Sie das auch in den nächsten 5 bis 10 Jahren? Haben wir grundlegende Transformationsprozesse? Sind das alles nur kleine Trends? Dazu würde mich Ihre Meinung interessieren. Ja, ob sich die Trends oder die Transformationen natürlich wesentlich ändern werden, werden wir sehen. Da kann ich auch wenig zu sagen. Ich glaube auch schon, dass es so ist, wie Herr Conradi geschrieben hat. Es hängt so ein bisschen von der Branche auch ab, welches Selbstverständnis sie hat. Wenn sie anmieten möchte, geht sie in die Innenstadt? Ist das die Haltung, was sie als Unternehmen repräsentieren wollen? Oder sind sie ein Medienunternehmen? Sind sie ein Start-up? Sind sie aus anderen Branchen, wo sie auch diese Kiez-Nähe für ihre Mitarbeiter suchen, wo es auch wichtig ist, diese Mitarbeiter dort zu halten? Ich kann das nur aus unserem Bereich sagen, aus der Architektur oder auch aus den Kreativunternehmen, die wir begleiten bei ihren Anmietungen oder Expansionen, dass dieses Thema, die Mitarbeiter zu halten und wo ist das Unternehmen, ein enorm wichtiger Faktor ist für diese Standortentscheidung. Und da spielt ein Kiez schon eine wesentliche Rolle. Was habe ich dort für ein Umfeld? Sind da anspruchsvolle Bistros? Sind da Einkaufsmöglichkeiten? Ist da ein Milieu vorhanden? Und mich wundert es immer, dass die Investoren so wenig sozusagen auch auf diese Gruppen schielen. Man hat es ja eben in der Umfrage gesehen. City Süd war relativ weit unten. Da können wir vielleicht gleich auch nochmal drüber sprechen. Aber die Kreativmilieus sind ja wesentlich geringer angesetzt bei der Nachfrage, wo würden sie ein Büro mieten oder wo würden sie ein Investment machen. So, das fand ich schon bemerkenswert, weil ich glaube, dass wir im Hinblick auf die Arbeitswelttransformation und der Branchen es schon erleben werden, dass es neue Cluster gibt, beispielsweise der Bereich Healthcare und Medizintechnik, der jetzt auch gerade durch die Corona-Krise nochmal eine ganz neue Dynamik bekommen hat. Und für solche Unternehmen ist es dann vielleicht nicht so wichtig, in der Innenstadt zu sitzen,
sondern vielleicht wichtiger in der Nähe vom UKE oder in der Nähe von Beiersdorf zu sitzen, die ja in diesen Lagen wie Eimsbüttel-Eppendorf sitzen. Und das sind natürlich sehr interessante Synergien, die dort sich entwickeln können. Ja, wir beobachten das ja auch und sind da auch immer aktiv. Und ich finde, manchmal ist es auch so ein bisschen so ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Diese Subklientels, die wir merken, spiegeln sich dann auch in den Wirtschaftsstandorten nieder. Felix, auch an dich die Frage. Ich meine, du warst ja auch in solchen Bereichen sehr aktiv. Ich glaube, euer Haus war auch ein bisschen Vorreiter an der einen oder anderen Stelle. Wie bewertest du das auch vor dem Investorenhinblick? Wir durften ja beide mal, oder ich durfte ja für dich dort auch in dem Bereich tätig werden. Wie hast du so die ganze Entwicklung in den letzten 10 Jahren erlebt? Und wie, das eine ist ihr als kaufende oder verkaufende Partei, aber eure Endinvestoren im Hintergrund? Ja, also erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich glaube, das Thema hat eine ganz hohe Aktualität. Es treibt uns schon seit Jahren um, insbesondere auch in Hamburg als unser Heimatmarkt. Haben wir da vielleicht auch noch mehr direkte, unmittelbaren Zugang zu den laufenden Entwicklungen auf der Nutzerschaft, aber auch auf den Entwicklungen von der Projektentwicklungsseite. Wir haben ganz früh das Thema wahrgenommen, über 10 Jahre her. Da haben wir per Zufall als Beifang im Zuge einer Portfoliotransaktion sind wir Eigentümer geworden von einem historischen Umspannwerk in Altona, in der Leverkusenstraße. Eine tolle Immobilie, historische Bausubstanz, sehr aufwendig modernisiert worden und zu dem Zeitpunkt ein Standort, der institutionell überhaupt nicht geprägt war. Das war sozusagen Niemandsland aus unserer doch sehr stereotypen institutionellen Sicht. Und dann haben wir gemerkt im laufenden Bestandsmanagement, wie solide die Nachfragesituation ist, nicht nur solide, es ist schon zu wenig prononciert, also wie stark der Wunsch war von jungen, kreativen Unternehmen, dort Flächen anzumieten, zu einem Mietniveau, was wir dort nie gesehen haben. So, das hat bei uns dann auch zu einem Umdenken geführt. Und sukzessive haben wir doch erkannt, und ich glaube, die Abgrenzung zur City Süd, im heutigen Thema ja so ein bisschen die Headline, ist die eine spannende, die ist, glaube ich, relativ schnell erledigt. Aber ich würde sogar noch eine weitere Abgrenzung sehen, nämlich die Abgrenzung, wozu brauche ich eigentlich noch die CBD-Lagen? Herr Conradi möchte sich da natürlich wiederfinden. Also es gibt dann ein sehr, sehen Sie mir das nachher, Conradi, sehr konservatives Mieterklientel. Die werden immer im CBD bleiben. Das ist sicherlich nicht, zumindest jetzt mal für die nächsten 10, 15 Jahre, kaum anders denkbar. Aber es gibt viele andere Mieter, die auch ganz bewusst sagen, ich möchte gar nicht im CBD sitzen, weil natürlich habe ich eine deutlich höhere Kostenbelastung, aber ich habe auch gar nicht das Umfeld, was ich mir wünsche für meine Mitarbeiter. Man hat es eben erwähnt, es wird ja explizit nachgefragt. Ich möchte ein lebendiges Quartier haben mit einer hohen Aufenthaltsqualität. Und da gibt es also eine ganze Reihe von Nutzern, die beides nicht wollen. Die wollen keinen Backoffice-Standort, sie wollen aber eben auch nicht CBD. Und das finde ich eine total spannende Entwicklung. Und für Hamburg sprechen ist das ja gerade im vollen Lauf, auch schon erwähnt worden, Ottensen, Barnfeld, gerade im Moment die Schwerpunkte. Wir haben mittlerweile als Warburg HIH mehrere Investments dort auch getätigt. Du hattest eins schon erwähnt, am Schlump, Schlump One, damals eine sehr visionäre Projektentwicklung. Als wir die erworben haben, war großes Erstaunen, was uns denn da zum Schlump führt mit einem Büroobjekt. So, das Objekt haben wir letztes Jahr verkauft, wird es erwähnt, um mal so ein ganz einfaches, plakatives Beispiel zu geben. Wir haben mit 12 Euro Mietniveau gestartet, hatten Schwierigkeiten, das zu realisieren 2012, haben es jetzt mit den letzten Vermietungen zu 18 Euro geschafft. Das ist ja eine Bestandsimmobilie. Also eine im Bestand, eine signifikante Mieterhöhung. Das mag an unserer immensen Vermietungspower liegen. Nee, ich glaube nicht. Es ist wohl eher der uns entgegengewachsen ist und gleichzeitig auch ein Wechsel in der Mieterschaft. Hatten wir noch anfänglich eher dieses preissensible Mieterklientel, hat sich das jetzt einmal gedreht und es sind dann auch das so ein bisschen Stereotyp, aber die klassischen Mieter aus dem Bereich neue Medien, kreativ, Werbeagenturen, auch Start-up-Unternehmen, die sich dort wiedergefunden haben, sodass wir für uns da eine sehr nachhaltige Entwicklung haben. Was ich immer sehr spannend bei dem Thema fand, wenn wir Besichtigungen im Rahmen des Verkaufsprozesses damals durchgeführt haben, dass wir dann als Makler und mit Investoren
optisch zumindest konform mit Ihnen, Herr Dr. Conradi, da durchgegangen sind. Und das hatte manchmal so ein bisschen so das Thema von Serengeti Park. Was machen die denn da? Die sehen ja total anders aus. Und gibt es solche Leute überhaupt noch wie uns? Also es war wirklich sehr skurril. Und nachher bei den schlussendlichen Besichtigungen sind wir dann doch ein bisschen casualer mäßig da aufgelaufen, weil das war schon sehr spannend. Ich glaube, was du gesagt hast, Felix, ist auch, ich würde ihm sogar noch weitergehen. Ich glaube, dass die Innenstädte, die CBD-Bereiche in den deutschen großen Städten sich ein Stück weit an diesen kreativen und urbanen Clustern anpassen werden. Sie werden natürlich nicht alles übernehmen, weil es in der Tat diese Klientel gibt, die da sehr konservativ oder Nähe zu bestimmten Gruppen sucht. Aber in weiten Bereichen glaube ich, dass ein Stück weit Innenstädte, um wieder interessant zu werden für die nächsten Jahre, sich genau dieser Bereiche bedient. Wenn wir sowas wie Gastronomie und sowas anschauen, dann sehen wir ja auch da, dass sich die Innenstädte total verändert haben. Und mir hat jemand, der Immobilieneigentümer auf der Mönckebergstraße, es mal erzählt, in den letzten Jahren bleiben die Hamburger aus. Was halt für Sie, Herr Dr. Conrad, Sie haben ja auch erzählt, Sie sind in Hamburg geboren und aufgewachsen, was früher normal für uns alle war, dass wir irgendwie in die Mönckebergstraße mitgezerrt worden sind als Kinder zum Einkaufen. Heute geht irgendwie kaum noch ein Hamburger in die Mönckebergstraße, sondern das meiste sind wohl Touristen und die Hamburger auch da begeben sich immer mehr in ihren Kiez. Internet. Ja, auch das. Aber ich glaube in der Tat, dass das sehr wichtig wird, Arbeitswelten wie von Herrn Diemann skizziert in die Innenstadt zu kriegen. Also ich glaube, Herr Kopf, das Thema Einzelhandel schieben wir mal zur Seite. In der Innenstadt komplex genug. Ich glaube, es gibt immer noch sehr viele Hamburger zum Glück, die sowohl in die Mönckebergstraße und die Spitaler Straße als auch in den Neuen Wall und die Großen Leichen gehen. Aber in der Tat ist es auch für viele, die außerhalb Hamburgs nach Hamburg kommen, ein richtiger Spot. Was Büros angeht, glaube ich, ist es so ein bisschen Horses for Courses. Also wir haben unterschiedliche Stadtteile und jeder Stadtteil hat eine eigene Färbung, einen eigenen Charakter, eine eigene Identität und natürlich wird ein Unternehmen mit der Frage, wo gehe ich hin? Gehe ich nach Barmfeld oder gehe ich nach St. Georg oder gehe ich in die City Süd? Trifft es auch eine Image- und Branding-bezogene Entscheidung? Das ist völlig klar. Und natürlich kann ich mir jetzt ein junges, modernes, sehr kreatives, hippes Architekturbüro schwer auf dem neuen Jungfernstieg zwischen der Bärenbergbank und dem über den Club vorstellen. So ist unsere bisherige konventionelle Vorstellung. Das kann sich ja auch nochmal ändern. Genauso wenig kann ich mir eine hochkonservative Wirtschaftsprüfer- oder Steuerberaterkanzlei jetzt unbedingt auf der Otten so einer Marktstraße vorstellen. Ja, also, das mag sich ändern über Zeit. Und das, was heute konservativ ist, wird sich ja über die Zeit auch wandeln und irgendwo hin. Ich will nochmal ein Beispiel nennen, dass das aber auch Stadtteile prägen kann. Wir haben gerade Werbeagenturen, die zum Beispiel in Otten sind, wenn wir mal dieses Zeile-2-Projekt, was Sie kennen, was ja auch plötzlich dort zu enormer Diskussion geführt hat, aber auch zu einer Veränderung der Büro- und Sozialstruktur im Umfeld. Oder ein anderes Beispiel, was ich vielleicht von, ich bin ja auch Aufsichtsratsvorsitzender bei der Alstria, wie Sie wissen, und Alstria, denen gehört ja zum Beispiel das Biberhaus. Und das Biberhaus ist ja in den letzten 3-4 Jahren, da war ja früher, wie alle Hamburger wissen, da gab es immer die Strafmandate, weil da das Einwohnerzentralamt war. Die sind einfach mal ausgezogen und jetzt sind im Biberhaus jetzt Unternehmen wie Pixel Park, große Werbeagentur, Jubilabs oder der Rowold Verlag zum Beispiel, der da an der Seite ist. Also das ist eine sehr kreative, moderne Geschichte geworden. Warum gehen die dahin? Die gehen dahin, weil sie die Nähe zu St. Georg, die Nähe zur langen Reihe, die außerordentlich convenient die Lage zum Hauptbahnhof und zur Alster. Also da gibt es einfach auch Stadtteile, die durch sowas entstehen. Und St. Georg, würde mich ja die Meinung der anderen interessieren, ist sicherlich ebenso interessant, wie es Ottensen und Barmfeld ist. Also definitiv. Ich glaube, der ist ein guter Punkt. Ich glaube, dass jeder Stadtteil entwickelt sich im Moment mit einem gewissen eigenen Branding und adressiert damit auch gewisses Klientel. Was ich nochmal einfügen würde, ist eine klare Abgrenzung zu unseren hässlichen Endlinen in Hamburg. Also das ist ja die City Süd. Ich hoffe, es ist jetzt kein großer Liebhaber der City Süd, mit, zumindest nicht in unserem Forum hier. Ich würde mal provokant sagen, es ist eine ganz bewusste Entscheidung von Unternehmen, die sich in Ottensen wiederfinden oder die vielleicht nach St. Georg wollen.
jeder nach seinem eigenen Gusto, weil er sich dort insbesondere wiederfindet und entsprechend auch das Umfeld bieten kann. Wer aber in die City Süd geht, der muss dahin gehen, weil er einen gewissen Kostendruck hat und weil er vielleicht auch entsprechend viele Mitarbeiter hat. Das ist ein klassischer Großnutzerstandort, um dort kosteneffizient möglichst viele Mitarbeiter unterzubringen. Aber es ist sozusagen keine Herzensentscheidung. Und das ist, glaube ich, in den urbanisierten Quartieren eine ganz andere Situation. Das ist eine bewusste Entscheidung, ich möchte dahin gehen. Derjenige, der in die City Süd geht, der würde sicherlich lieber in zentraleren Lagen sitzen, hat aber aus wirtschaftlichen Zwängen eben wenig Möglichkeiten. Und da würde ich so eine City Nord auch mit dazu zählen. Die City Süd ist sicherlich auch so ein klassisches Beispiel. Und das ist vielleicht nochmal ein Anstoß. Es stellt sich ja ein bisschen die Frage in Anbetracht der aktuellen Situation, was sind denn die reinen Backoffice-Standorte, die eben sozusagen primär getrieben werden aus Kostenoptimierungsgründen? Sind das nicht die Standorte, die in Anbetracht der tagesaktuellen Diskussion Homeoffice versus stationären Büroangeboten zunehmend, dann Digitalisierung rationalisiert, klassische Backoffice-Arbeitsplätze mal komplett weg? Das sind doch eigentlich die Standorte, die vor dieser Perspektive insbesondere leiden müssen, wohingegen die urbanisierten Quartiere eher profitieren müssten. Das ist doch so die Perspektive, die sich im Moment abzeichnet. Ja, oder andersrum gedreht, müssen diese Standorte, und ich glaube, Herr Diemann, da haben Sie ja auch letztes Mal in unserem Vorgespräch ein bisschen was zu gesagt, müssen genau diese Standorte sich nicht damit auseinandersetzen, wie man Teile der Urbanität, die in anderen Bereichen schon vorfinden, auch da zu schaffen sind mit bestimmten Mitteln. Also das ist ja halt auch immer die Frage des Henne-Ei-Prinzip, ne? Ich meine, kann sich so ein Backoffice-Standort auch ein Stück weit wandeln? Kann man da Urbanität herbekommen? Und müssen sich nicht zwangsläufig auch solche Unternehmen im War for Talents bestimmter Strategie bedienen? Da würde mich Ihre Meinung interessieren, Herr Diemann. Glaube ich auf alle Fälle, weil ich stelle auch fest, dass auch in den Kiez-Stadtteilen Werbeagenturen teilweise das Problem haben, obwohl sie im besten Milieu sitzen, zurzeit Probleme haben, ihre Mitarbeiter wieder ins Büro zu bekommen, weil die sich auch an dieses Homeoffice auch ein bisschen gewöhnt haben. Es gibt auch Mitarbeiter, die teilweise ein bisschen außerhalb wohnen und ja eine halbe, dreiviertel Stunde, teilweise eine Stunde in die Stadt gefahren sind. Und die finden das natürlich jetzt ganz gut, dass sie pro Tag anderthalb bis zwei Stunden mehr haben, weil sie Homeoffice machen. Also da ist es schwierig, mit diesem Standort noch zu konkurrieren. Ich glaube, da müssen wir über andere Mechanismen reden. Wie bekommen wir die Menschen eigentlich wieder zurück ins Büro? Aber in der Tat, um nochmal auf das Milieu der unterschiedlichen Stadtgebiete zu sprechen zu kommen, insbesondere bei der City Süd, ist es schon so, dass es versäumt wurde, in der City Süd diese Belebung zu aktivieren. Also das hat die Stadtplanung versäumt. Und ich glaube, das müssen die Immobilienentwickler in Zukunft selber machen und nicht nur über Monostrukturen nachdenken, wo sie ihr Maximum an Fläche für Büroarbeitsplätze unterbringen. So haben wir ja bisher alle immer getickt bei der Projektentwicklung. Also was können wir maximal rausholen aus einem Grundstück? Wie viele Mitarbeiter pro Quadratmeter Gift bekomme ich denn unter? Das sind doch die großen Excel-Tabellen immer gewesen. Aber da wird sich in Zukunft, glaube ich, nicht die Musik abspielen, sondern da geht es um Attraktivität, um Campus-Feeling, um Durchmischung und auch vor allen Dingen eben Kombination mit anderen Nutzungen. Das Wort Gastronomie ist hier schon gefallen. Gastronomie wird ein wesentlicher Faktor spielen in Zukunft für die Belebung der Städte. Das machen uns andere Metropolen schon vor. Und da geht es vielleicht dann auch mal darum, dass ein Büroentwickler sagt, ich entwickle hier nicht nur einen Bürostandort, sondern noch eine öffentliche Gastronomiefläche. Ich habe vielleicht noch Flächen für andere kreative oder kulturelle Nutzung, die ich kombiniere auf meinem Grundstück, um den Standort insgesamt attraktiv zu machen. Dann wird es aber ehrlich gesagt die City Süd schwer haben. Ne? Also ich glaube, diese Monokultur, die Sie beschreiben, die ja sozusagen dominiert, die aufzulösen, das stelle ich mir städtebaulich sehr schwierig vor. Und insbesondere fehlt ja die gewachsene Struktur, die Durchmischung, die historische Bausubstanz, wovon ja im Moment gerade die aktuellen Entwicklungen in Ottensen und in Bahrenfeld auch profitieren, dass ich sozusagen aus dem Stand heraus eine gemischte Struktur habe, die ich dann noch arrondiere durch die Umnutzung von ehemals gewerblichen
Liegenschaften unter Erhaltung der alten Substanz überführe in moderne Nutzungskonzepte. Und wenn ich dann mir die 90er Jahre Beckenbauten anschaue, also die alten Büroobjekte in der City Süd, da fällt es mir schon schwer. Da kann ich vielleicht entsprechende Raumkonzepte implementieren. Das funktioniert sicherlich. Aber wie ich dort eine entsprechende Quartiersbelebung herbeiführen kann, das stelle ich mir sehr schwer vor. Und vor dem Hintergrund haben wir es ja eben auch schon in der Umfrage gesehen. Die Investitionsschwerpunkte werden sich aus meiner Perspektive verschieben, weil die sozusagen, welche Potenz messen wir den Standort noch zu? Und ich glaube, da findet tatsächlich gerade eine deutliche Verschiebung statt. Ich möchte mal eine Lanze für die City Süd sprechen. City Süd ist verkehrlich gut angebunden, nah zum Hauptbahnhof, und dann haben wir da öffentlichen Nahverkehr, glaube ich, ganz gut. City Süd hat eine Attraktivität dadurch, dass auf der einen Seite wir da am Wasser sind. Das ist auch ganz schick. Es ist eine Nähe zur Hafen City, die wir woanders nicht haben. Also City Süd hat auch ihre Vorteile. Ich glaube, das, was aus so einem Stadtteil, das macht, was Sie, Hanekopf, hier im Titel dieser Veranstaltung eine Kiezlage genannt haben, ist ja so ein bisschen das Kiezmäßige. Ja? Und vielleicht müsste man sich mal darauf konzentrieren, was macht eigentlich so ein Kiez aus? Herr Main hat eben gesagt, ja, das ist alte gewachsene Baustruktur und vielleicht auch gewachsene Entwicklung des Stadtteils. Gut, das kann man in der City Süd jetzt nicht sehen. Das ist in der Entstehungsgeschichte der Gebäude relativ homogen. Die Straßen sind sehr geradlinig und rechtwinklig und so weiter. Aber ich glaube, das ist es nicht allein, sondern es ist auch viel, dass dort was stattfindet, dass dort Bars sind, Clubs, Restaurants, dass die Leute nach der Arbeit oder vielleicht auch am Wochenende eine bestimmte Attraktivität finden, dorthin zu gehen. Und das kann sich ja auch sehr wohl entwickeln. Ist vielleicht im Augenblick in der City Süd nicht so da. Und ich weiß auch gar nicht, ob man sowas richtig quartiersmanagementmäßig organisieren oder befördern kann. Aber es kann sich genauso dort entwickeln, wie es sich auch an anderen Standorten entwickelt hat. Und manchmal ist es dann nur ein oder zwei Läden, die eine besondere Attraktivität haben, wo plötzlich viele junge Menschen nach der Arbeit hingehen und so eine Art Hotspot entwickeln. Also würde ich auch nicht ausschließen bei der City Süd, wollte ich nur sagen. Keiner von uns hätte vielleicht vor 20 Jahren von St. Georg, wenn Sie betrachtet hätten, das gedacht, was es vielleicht heute geworden ist. Oder es gibt auch andere Stadtteile. Also die entwickeln sich dann auch. Dauert immer ein bisschen länger und manchmal ist es überraschend. Aber es kann sich auch da noch viel tun. Ich kann das nur unterstreichen, weil ich auch glaube, dass wir in der City Süd, wir reden da immer nur in dieses Gebiet bis Heidenkampsweg und einen Tick weiter. Dahinter gibt es ja noch Hamm Süd. Das ist ein riesiger Bereich, der noch komplett unterentwickelt ist, wo sich in den nächsten Jahren, so hoffe ich zumindest, neue Unternehmen ansiedeln können, urbanes Produktionsgewerbe, aber auch kreative. Es sind dort schon verschiedene kreative Institutionen, haben sich dort angesiedelt, obwohl sie es gar nicht dürfen, weil das Industriegebiet noch offiziell ist. Wir haben dort das Kraftwerk Bille, wo eben teilweise bildende Kunst und Tanz und so weiter stattfindet. Also man merkt, es gibt schon immer wieder so kleine Hotspots und Orte, die man vielleicht gar nicht so kennt, wo sich was Neues entwickelt. Und der Druck auf die Immobilienbesitzer mit den sogenannten Altimmobilien, der wird auch wachsen, wenn nämlich die ersten anfangen, mehr in dieser Durchmischung zu denken und andere Angebote zu machen, die in ihrer Büroimmobilie implementiert sind. Definitiv, das würde ich auch unterstreichen. Und man sieht ja auch ein Stück weit, jetzt auch wieder ein bisschen überspitzt gesprochen, im Wesentlichen sind die westlichen Innenstadtbereiche alle durchgentrifiziert. Und im Osten sieht es halt noch anders aus. Plus, dass der Osten ÖPNV-technisch sehr, sehr gut angeschlossen ist. Und dann ist es halt auch immer, dass es diese Gentrifier in der ersten Bewegungswelle gibt, die ja sehr auch preisgetrieben sind. Das ist ja eine Mixtur aus preisgetrieben und sehr stilbewusst und die sich dann neue Quartiere schaffen und sie prägen. Wobei ich bei Herrn Main bin, dass ich glaube, städtebaulich wird die City Süd, so man ihr nicht ein bisschen hilft, langfristig vielleicht im Fokus und Wettkampf im Gegensatz zu anderen Lagen etwas verlieren. Und ich glaube auch, dass das neue
oder dass wir Core-Lagen nicht nur auf den CBD bedeifen dürfen, sondern dass zumindest dieser Trend, der jetzt angerissen worden ist, und da gebe ich Ihnen auch recht, Herr Dr. Conradi, wer hätte gedacht, dass die Schanze vor 30 Jahren sich zu dem entwickelt, was sie heute ist. Das wird wohl aber noch so ein bisschen so weitergehen und da werbe ich manchmal dafür, sich solche Lagen genauer anzugucken, weil sie doch noch nicht so in dem Fokus sind, wie sie vielleicht sein sollten und man da auch eine Menge machen kann. Vielleicht nochmal ein ganz, ganz interessanter Aspekt, haben wir bisher noch nicht drüber gesprochen. Ich hatte es ja eben berichtet, wir haben eine gewisse Historie in den, wir haben ja noch vor ein paar Jahren immer von den berühmten Stadtteillagen gesprochen. Das war ja sehr generalisierend formuliert, die Stadtteillage. Es gab CBD und es gab sonstige Stadtteillagen. Und als wir dort erste Investments vorgestellt haben auf unserer Investorenseite, haben wir da wahnsinnig viel Widerspruch geerntet. Also es war sozusagen eher ein, wie könnt ihr denn? Und tatsächlich ist es immer noch so, dass wir auf sehr, sehr viele Vorbehalte treffen, weil die, das ist ja so ein bisschen die Frage, die wir vorhin schon andiskutiert haben, wie nachhaltig ist diese Entwicklung? Und da fällt es uns nach wie vor schwer. Unsere Investoren sind ja doch eher konservativ geprägt. Conradi hat es vorhin so schön gesagt, aus dem gesamten Bereich der Core-Investition kommend, die sich eigentlich sozusagen im Wallring-Bereich wohlgefühlt haben, denen jetzt zu erklären, hey, das ist eine sehr nachhaltige Entwicklung, das ist ein hochattraktives Investment, weil, auch da haben wir noch nicht drüber gesprochen, aber deutlichen Renditevorteil nach wie vor, wenn wir in peripherere Lagen gehen, aber sozusagen hochwertige peripherere Lagen. Und das ist nach wie vor sehr schwer, das zu implementieren, und die Bereitschaft, dann entsprechend auch in größere Investments einzusteigen, ist nach wie vor sehr viel Überzeugungsarbeit nötig, wo uns das hier in der Runde so locker von den Lippen geht, oh, das ist natürlich eine sehr nachhaltige, das ist super, Ottensen, und das finden wir alle toll mit St. Georg. Das zu transportieren an unsere Investoren ist doch eine Herkulesaufgabe. Also ich kann nur nochmal berichten, wir haben 2010 zusammen mit Hamburg-Team an der Budapester Straße ein Bürogebäude entwickelt, schräg gegenüber von FC St. Pauli, was im Anfang auch sehr kritisch gesehen worden ist. Wir haben dort bewusst ein sehr roughes Agenturhaus entwickelt für Medienunternehmen, Startups aus der Szene von St. Pauli und Schanzenviertel. Und dieses ganze Gebäude von den anfänglichen Mietansätzen, die wir da hatten und wie es sich schlussendlich entwickelt hat, ist eine große Erfolgsgeschichte geworden. Und auch die Unternehmen, die dort drin sich angesiedelt haben, haben sich prächtig entwickelt. Und man hat eben den Vorteil, dass man eben nicht nur einen großen Mieter hat, wie man es vielleicht in der City Süd hat oder zwei große, sondern man hat viel kleinteiligere Vermietungen. Das ist natürlich im Asset Management auch viel aufwendiger, aber ist eben auch nicht so krisenanfällig durch diese Kleinteiligkeit und Flexibilität in den Flächen, die auch immer wachsen können und kleiner werden können, weil diese Strukturen von den Erschließungen von vornherein so angelegt waren. Ich hatte noch mal eine Frage, Herr Diemann. Sie hatten ja vorhin berichtet, dass Sie in so einem Konferenzzentrum bei sich sitzen, was halt auch von renommierten Unternehmen angemietet wird, regelmäßig dort in der Nähe des Schlumpes, wo Sie momentan verweilen. Und gerade vor dem Thema auch Millennials, wie gehen denn die Unternehmen, mit denen Sie sich auch auseinandersetzen, auch bei Ihnen, Herr Dr. Conradi, die Mandanten damit um, dass das Bedürfnis von den Mitarbeitern ja ein Stück weit anderes wird? Wir haben das ja mal bei Mercedes gesehen und Felix, du bist ja auch sehr stark und aktiv in Berlin unterwegs. Da haben wir ja auch immer gedacht, die werden nie aus Stuttgart irgendwie weggehen und heute sitzt ein Großteil von bestimmten Abteilungen in Berlin in irgendwelchen Unternehmen, in irgendwelchen Büroimmobilien, respektive in so einem WeWork, um das mal auszutesten. Da sieht man ja schon ein grundlegendes sich ändern der Unternehmen, auch der großen und renommierten Unternehmen im Umgang mit ihren Mitarbeitern. Glauben Sie, dass das langfristig auch einen Standorteffekt hat, respektive auch einen Effekt darauf, wie so ein Unternehmen die Arbeitsplätze plant? Wie ist da Ihre Meinung dazu in der Runde? Also ich glaube, dass das auf die Arbeitsplatzplanung und auf die Bürostrukturen enormen Einfluss haben wird, was wir jetzt hier in dem letzten Dreivierteljahr erlebt haben.
Und wir hatten ja eigentlich schon vorher einen Riesentrend im Bereich New Work und der hat jetzt einfach durch diese Pandemie einen wahnsinnigen Schub bekommen. Und es wird über neue Konzepte ganz intensiv nachgedacht, vor allen Dingen oft im Zusammenhang mit Flexibilisierung. Also wir werden in Zukunft viel mehr Flächen erleben, wo geteilt wird. Also dieses Thema Sharing wird sicherlich auch in die Bürowelten viel mehr mit einziehen, damit es nicht immer unbedingt das ganze Coworking darunter zu verstehen, weil wir da ja auch viele Freelancer haben und Startups, sondern Unternehmen werden sich auch überlegen, dass sie zukünftig vielleicht weniger feste Arbeitsplätze haben und mehr Kommunikationsflächen bereitstellen, um eben gerade die kreativen Prozesse, die Kommunikationsprozesse in einer besten Atmosphäre für die Mitarbeiter, Thema Wohlbefinden, darstellen zu können. Da werden wir, glaube ich, einen Riesenschub bekommen und eine größere Veränderung. Weitere Stimmen? Also es gibt ja viele Propheten, die gerade rumlaufen und ganz genau wissen, welche Auswirkungen Corona auf die künftige Arbeitswelt hat. Ich gehöre nicht dazu. Ich bekenne offen, ich weiß es nicht. Natürlich merken wir überall, bei uns genauso wie bei vielen anderen, wird über alles Mögliche nachgedacht. In Wirklichkeit wissen wir es nicht. Das Einzige, wovon wir ausgehen, ist, es wird mit Sicherheit, davon gehen wir aus, zu einer stärkeren Flexibilisierung und auch Mobilisierung kommen. Also die Idee, dass die Arbeit der Zukunft nur daraus besteht, dass die Leute am Montagmorgen um 8:30 ins Büro kommen und Freitagabend um 5:30 es verlassen. Und das ist die Norm und alles andere bedarf schon der Begründung, der Ausnahme, der Erlaubnis etc. Das wird sich ändern. Ich bin manchmal überrascht, wie viel mehr sich Unternehmen Gedanken über ihre vermeintliche Flächenersparnis machen, als sie sich vielleicht, finde ich, viel mehr machen sollten, über die Frage, welche Veränderungen das an Kommunikation, an Führung, an Zusammenarbeit, an Aufrechterhaltung von Gruppendynamik, Teamstruktur, Zusammenarbeit, Ermöglichung von gemeinsamer Arbeit und so weiter stellt. Die Raumfrage, finde ich, sollte relativ weit hinten erst kommen, aber es wird eine Veränderung geben und natürlich werden Unternehmen auch ihren Mitarbeitern im Rahmen dieser Flexibilisierung auch ermöglichen müssen, wenn sie nicht zu Hause sind, vielleicht am Starbucks um die Ecke oder in so einer Coworking-Veranstaltung um die Ecke nahe am Wohnort zu sein. Wie sich das realisieren wird, ich glaube, das werden wir in den nächsten 1-2 Jahren, wenn wir es alle ausprobieren, man wird sehen, vielleicht werden wir auch in 3 Jahren alle wieder zusammenkommen und es wird alles wieder zurück im Büro sein wie früher, weil die Leute sich doch sehr wohlfühlen im Büro. Vielleicht fühlen sich auch wohler mit den anderen Dingen. Das weiß man nicht und es wird sich entwickeln. Wir gehen von einer stärkeren Flexibilisierung aus, aber ohne, dass wir da jetzt schon konkrete Konsequenzen ausgezogen haben. Dafür wäre es für uns auch viel zu früh. Mhm. Gut, die Herren, also ich habe einige Fragen mitgebracht. Vielen Dank soweit erstmal für eine spannende Diskussionsrunde. Einige der Fragen haben Sie unterwegs schon beantwortet. Ich will die nur nochmal subsumiert wissen für Sie, dass Sie auch nochmal da den roten Faden dann für sich erkennen, was die Teilnehmer beschäftigt. Also die Frage nach dem Investitionsvolumen und ob es sich aufgrund der genannten Argumente in Zukunft zugunsten der urbanen und kreativen Stadtteile verschiebt, haben Sie ja auch eingehend schon diskutiert und sind dann auch darauf eingegangen, ob die Vorteile der urbanen Quartiere auch für Stadtteile, die noch weiter draußen liegen, zum Beispiel Hamburg südlich der Elbe, gelten. Will der ein oder andere von Ihnen noch dazu ein finales Statement abgeben oder soll ich dann direkt schon zur nächsten Frage übergehen? Sieht fein aus, alles gesagt, okay. Was ist der Hauptgrund, dass Investoren immer noch zögern, in urbane Quartiere zu investieren? Ist mit Sicherheit eine polarisierende Frage, weil es an der einen oder anderen Stelle auch schon passiert. Wie würden Sie eine Sorge, die da ja auch mitschwingt in der Frage, einordnen? Vielleicht aus Ihrer Sicht, Herr Mein, wie ist da Ihr Gefühl? Also vielleicht nochmal verknüpft mit der Frage, die Sie eben gestellt haben. Was wir erkennen ist, man geht ja ein Stück weit eine Wette ein. Wenn man jetzt ein Quartier identifiziert hat, was sich gerade in einem Wandel befindet, nehmen wir mal, Herr Konradi hat es vorhin mehrfach erwähnt, St. Georg vor 10 Jahren, da erkennt man dann erste Entwicklungen, die stattfinden.
Und man muss eine Analyse treffen, wie nachhaltig ist das, wie verstärkt sich dieser Trend oder läuft das auch gegebenenfalls wieder aus. Es ist eben nicht diese klassische Entscheidung für eine Backoffice-Lage, einfach vernünftige Flächen günstig anmieten, sondern es ist eine klare Entscheidung für ein Quartier und was messe ich diesem Standort zukünftig bei. Haben wir auch schon drüber gesprochen, was ist das für ein Branding, was dem zugetragen wird. Und ich glaube, dass große Potenziale eben in den südlichen Stadtteilen, also südlich der Elbe, auch stecken. Allerdings, ich glaube, für die angestammten Hamburger ist ja eigentlich südlich der Elbe schon Hannover. Ich bin jetzt kein gebürtiger Hamburger, also von daher sehe ich da schon ein gewisses Potenzial. Die Vettel wird da immer viel diskutiert. Aber die Quartiere sind natürlich in einem viel, viel früheren Stadium. Und damit ist das Risiko auch größer, dass sich die Entwicklung eben dort nicht so durchsetzen wird. Aber Potenzial ist sicherlich vorhanden. Wenn ich da einhaken darf, ich glaube, bevor der Sprung über die Elbe so gelingt, wie er oftmals prognostiziert wird, werden die östlichen Stadtteile eher profitieren. Deine Heimat, Sascha. Ja, das hat damit nichts zu tun, aber das ist ein anderes Thema, Felix. Sondern weil sie einfach sehr, sehr gut angebunden sind, weil sie super erreichbar sind. Und weil so ein Fluss immer eine natürliche Zäsur ist, was halt die man sicherlich auch bestätigen kann, gerade du musst viel mehr Querverbindungen schaffen und da bieten sich die östlichen Stadtteile einfach ein Stück weit mehr an. Und du siehst es ja, es geht ja mit Rothenburgsort los. Nochmal zu der Frage, was die Investoren angeht. Als ich mal zusammen mit Felix den Schlumpf verkaufen durfte, haben wir sehr gut festgestellt, wenn man sich gut mit dem Thema vorbereitet, das auseinandersetzt, die Leute auch da mal durchführt durch die Stadtteile, die Vorzüge aufzeigt, dann geht es auch sehr gut und wir hatten relativ wenig Bedenken. Das Bieterfeld war, glaube ich, schon überraschend breit, womit wir alle vorab nicht gerechnet hatten. Eine Komponente sicherlich der Zyklus. Auf der anderen Seite hat man gemerkt, dass wenn man wirklich so Touren durch das Quartier durchführt, dass das einen positiven Einfluss hat. Danke für die Einordnung nochmal, Herr Hanekopf. Direkt zurück zu Ihnen, Herr Mein, nochmal die Frage hier aus dem Zuhörer, ja. Auch sehr cool. Wenn Sie sich jetzt Ihren Bürostandort aussuchen dürften, Hypothese, wo würden Sie hingehen? Kiez? Und wenn ja, welcher? Oder doch lieber Hafen City CBD? Jetzt müssen Sie sich outen. Jetzt muss ich mich outen, das tue ich gerne. Also, was ich mal als erstes ist die Hafen City. Da saßen wir nämlich schon mal und die Hauptcity hat sicherlich auch viele Vorzüge und auch städtebaulich ist das eine tolle Entwicklung für Hamburg. Ist jetzt ja eher eine Frage an mich persönlich, ich würde mich da dauerhaft nicht so wirklich wiederfinden. Ich bin schon auch ein Anhänger von CBD-Lagen, muss ich ganz offen bekennen. Herr Conradi hat das vorhin schon so ganz gut ausgeführt, was dann dafür spricht. Also ich würde mich dann. Und sagen wir mal, die Immobilienbranche ist ja jetzt nicht die verrückteste und die kreativste. Von daher passt es vielleicht auch zu unserem Mindset. Aber ansonsten, vielleicht noch als letzter Satz, was, finde ich, schon eine tolle Entwicklung genommen hat, ist einfach der Kiez in Ottensen herum. Da sind wirklich tolle Entwicklungen entstanden. Das hat eine ganz hohe Aufenthaltsqualität bekommen. Das ist so für mich immer so der Leuchtturmquartier, so das Friedrichshain von Hamburg, wenn ich es mal so nenne. Ja, vor allem, man sieht es ja dann auch immer an den Wohnungspreisen parallel, wie die sich in Ottensen entwickelt haben, sind die höchsten Preise in Hamburg, also nach Alster und Hafen City jetzt, das ist klar, das sind außerordentliche Standorte, aber in Ottensen zahlen sie genauso viel für eine Wohnung wie in Eppendorf in den besten Lagen. Und das zeigt ja auch immer ganz viel, wie sich so ein Standort entwickelt hat. Absolut, Wohnpreise aufgreifend und nochmal zurück zur Lanze, die Herr Dr. Conradi gebrochen hat vorhin für die Key-Standorte. Wie würden Sie diese neue Entwicklung Cityjäger versus Landlust einordnen? Sehen Sie da eventuell doch auch Potenziale, dass der ein oder andere nach 5-6 Wochen sehr eingeschränkte Bewegungsfreiheit in seiner 50 Quadratmeter Wohnung sorgt auch, naja, also ein bisschen weiter draußen ist auch ganz nett. Homeoffice funktioniert ja offensichtlich, ist schon klar. Das können nur die auch im Dienstleistungssektor unterwegs sind. Aber sehen Sie da vielleicht auch gerade bei diesen Millennials, die so gerne mal naturverbunden sind und es auch schön finden, wenn alles regional ist, vielleicht auch ein Potenzial? Also kommt die Peripherie jetzt vielleicht mit Satelliten-Coworkings? Ich spinne mal ein bisschen laut rum. Herr Dr. Conradi, was denken Sie? Tja, sagen wir mal so, die Wahl des eigenen Wohnortes, ja, ist ja, wenn er rational verläuft, eine Summe verschiedener Entscheidungen oder Abwägungen und Kompromisse.
Und wenn ich das Land toll finde, was ich zum Beispiel auch gut finde, verbringe am liebsten meine Zeit in Ostholstein natürlich, wenn ich das Land gut finde und wenn mein Büro oder mein Arbeitsalltag so geprägt ist, dass ich viel von zu Hause mache und dass ich nur noch einmal in der Woche mittwochs im Büro bin und den Rest der Woche eigentlich arbeiten kann, wo ich will und auch gerne arbeite, wo ich will, spricht ja nichts dagegen, dass ich mich in Lübeck oder in Neumünster oder sonst irgendwo in einer Stunde oder anderthalb Zugentfernung von Hamburg den Rest der Woche verbringe. Denn diesen einen Tag die Woche nach Hamburg rein und raus, da nehme ich schon mal so eine Zugfahrt in Kauf. Jeden Tag wäre das sicherlich schwer, erträglich und müsste man nicht unbedingt haben. Wenn mein Arbeitsleben so ist, dass ich doch 3 oder 4 Tage in der Woche, wenn ich 5 im Büro bin, ist das schon ziemlich eine Erschwernis, da zu sein. Das heißt, es ist am Ende ein Kompromiss, den ich damit eingehe. Aber ich kann mir natürlich sehr viel mehr Flexibilität und sehr viel mehr Ausüben von Präferenzen erlauben, wenn die Entfernung zwischen meinem Wohnort und meinem Büro nur noch einmal in der Woche eine Rolle spielt und nicht mehr jeden Morgen. Gibt aber auch noch 1000 andere Dinge. Ja, die Nähe zu den Freunden, die Nähe zur Familie, die Frage, wenn ich Kinder habe, auf welche Schule sollen sie gehen, wo sollen sie Latein und Griechisch lernen, wenn mir das besonders wichtig ist. Das sind Fragen, die sich auf dem Lande anders stellen als vielleicht in der Innenstadt. Vielleicht nochmal zurück in Kiez. Vielen Dank, Herr Dr. Conradi. Ich glaube, das zeigt doch auf, wie divers einfach das Thema ist. Aber wenn wir ins Kiez zurückkehren, was müssen Eigentümer denn tun, um vielleicht auch die öffentlichen Bereiche zu fördern, um diese Kiezkultur zu erhalten, Kostenmiete für Erdgeschossflächen zur Förderung der Lebendigkeit des öffentlichen Bereichs vielleicht anpassen? Also wie sind Sie da unterwegs in den Bereichen? Herr Mein, ich würde es direkt erstmal an Sie geben, aber Herr Diemann, habe ich gehört, in der Projektentwicklung kriegen Sie sicherlich ja auch einiges im Bestand mit. Einer von Ihnen beiden, wie Sie mögen. Also Sie haben es ja einen Aspekt schon erwähnt, den wir jetzt gerade auch in den besagten Bereichen Ottensen-Bahrenfeld sehen, dass die Stadt einen ganz klaren Fokus drauf legt, um die dem gewachsenen, örtlich ansässigen, kleingewerblichen Strukturen auch nach Möglichkeit zu erhalten. Da gibt es jetzt verschiedene Wege, wie das forciert wird. Es gibt eben tatsächlich Deckelungen von Mieten, es gibt Belegungsrechte, die dort eingeräumt werden. Das halte ich auch für ein probates Mittel, um den Charakter irgendwie zu erhalten. Dem sind dann teilweise auch Grenzen gesetzt. Also wir erleben es ja auch auf der Reeperbahn, dass durchaus auch mal Verfahren unter enormer und intensiver Bürgerbeteiligung oder sozusagen sogar Übertragung in die Bürgerverantwortlichkeit dann eben nicht zur Realisierung kommen. Das ist auch ein Stück weit ein Spannungsfeld, aber dass die Politik und die Verwaltung hier korrigierend eingreift, ist dann auch sinnvoll. Das halte ich schon für sehr sinnvoll. Und auch schon mehrfach erwähnt, der Denkmalschutz hat ja auch gerade in Hamburg hier ein genaues Auge darauf, wie sich die entsprechenden schützenswerten Gebäude dann verändern dürfen oder eben auch nicht. Also da gibt es sicherlich einen klaren Fokus, der hier erkennbar ist. So, und die Eigentümer selber, die Auslobung von BITs haben wir jetzt in den Bereichen ja noch nicht gesehen, die ja doch mittlerweile recht breit vertreten sind bei Herrn Conradi um die Ecke im CBD-Bereich. Das habe ich jetzt so noch nicht erlebt, ist sicherlich aber auch nochmal vorstellbar für die Quartiere, dass es sowas zukünftig geben könnte. Also ich kann nur von uns berichten, wir entwickeln gerade zurzeit in einer Kiezlage, also in Einsbüttel, ein neues Bürohaus und wir haben uns selber dafür entschieden, das wurde uns jetzt nicht von der Behörde auferlegt, in der Erdgeschossfläche eben auch eine Gastronomiefläche anzuordnen, auch wenn uns dadurch Bürofläche verloren geht. Das sehen wir als Belebungsfaktor an, als Durchmischung und als ganz wichtigen Beitrag. Und gleichzeitig denken wir heute auch nicht mehr Gebäude nur im Inneren, sondern Bürogebäude müssen aus unserer Sicht, das tun wir auch bei Dienstleistungsprojekten, auch in den Außenbereichen gedacht werden. Die Außenflächen sind Flächen, die für das Wohlbefinden, für das Image eines Gebäudes extrem wichtig sind.
Das können Hofbereiche sein. Wir kennen es aus Berlin, diese coolen Lagen, wo irgendwie tolle Höfe dazugehören zu diesen Bürogebäuden. Das können Dachterrassen sein, ganz verschiedene Arten, Spielwiesen, die man mit anbietet für sein Bürogebäude. Jetzt haben Sie gerade schon in Ihrer Antwort auch den Schritt mit dem Blick sozusagen in die Republik gemacht, nach Berlin. Das wäre noch meine abschließende Frage an Sie alle im Bundeswettbewerb. Wo sehen Sie Hamburg da in dem, auf der Entwicklungsschiene hin zu diesem Erfüllen dieses Wunsches der Millennials oder auch dieser zukünftig orientierten urbanen Struktur? Ja, Sie sind alle Hamburg-Fans, aber nochmal so eine Einordnung vielleicht. Was geht noch besser und wo steht Hamburg schon? Mögen Sie anfangen, Herr Dr. Conradi. Also, bisschen binsenweisheitsmäßig. Hamburg ist Hamburg, Berlin ist Berlin und es steht keiner der beiden Städte vermutlich sehr gut an, die andere zu kopieren. Berlin hat ja eine andere sozusagen städtische Entwicklung und Struktur. Man merkt Berlin an, das ist ein Zusammenkommen ganz vieler einzelner sozusagen Dörflichkeiten, Kieze, fast kleinstadthaften Bezirken ist, während man in Hamburg eher sieht, dass es sich aus der Mitte heraus nach außen im 19. und 20. Jahrhundert entwickelt hat. Ich glaube, dass wir in Hamburg sehr dankbar sein können für die Qualität der Stadtentwicklung, die wir haben, auch für die Zuverlässigkeit der Politik und der Verwaltung, so wie sie bei uns funktioniert. Da beneiden uns viele andere Städte drum und viele Investoren in anderen Städten freuen sich, wenn sie nach Hamburg kommen, wie gut es hier funktioniert und wie verlässlich man auch als Projektentwickler, als Investor hier mit der Stadt Arrangements treffen, Sicherheit kriegen kann, Prozess. Natürlich geht alles immer besser und natürlich dauern immer alle Genehmigungsverfahren viel zu lang und immer nochmal Unterlagen nachgefordert und so, klar, aber es ist in Hamburg schon deutlich angenehmer als in vielen anderen Städten und das mag man auch. Hamburg ist immer, der Immobilienmarkt Hamburgs ist, und ich bin jetzt hier seit fast 30 Jahren, unterwegs, muss ich gestehen, immer einer gewesen, der von sehr starker Stetigkeit geprägt ist. Ja, wenn die Mieten mal hoch sind, dann sind sie immer 10-15% höher und wenn sie niedrig sind, sind sie immer 5% niedriger als in den Vorjahren gewesen. Es hat sich in den letzten 5 Jahren verändert. Dort ist die Dynamik der Mieten deutlich nach oben gegangen, aber bis dahin hatten wir einen sehr stetigen Markt. Man kann sagen, das ist sehr zuverlässig. Man kann sagen, es ist auch ein bisschen langweilig. Aber wenn Sie gucken, wie zum Beispiel in Frankfurt im Bankenviertel die Mieten mit welchen starken Ausstiegen nach oben und unten es gehen, ist natürlich ein größerer Abenteuereffekt bei den Investitionen dabei. Das ist für manche reizvoll, für manche ist das eher mit Sorge zu betrachten. Was wir bei Hamburg sehen, ist, dass Hamburg eine Stadt ist, die sich weiter stark entwickelt, gerade in den kreativen Bereich rein. Und dass Hamburg auch in denen, um ja zu unserem Thema zurückzukommen, in unseren Stadtteilkiezen, eben auch eine enorme Attraktivität wiederbekommt und auch nicht scheu ist, dort Büro- und Dienstleistungsnutzung zuzulassen. Und ich glaube, das ist für alle richtig prima. Flammender Appell für die Stadt im Norden. Ich von meiner Seite ist zumindest an der Stelle an Fragen nichts mehr hinzuzufügen. Mit einem Blick auf die Uhr würde ich Herrn Ahnekopf um ein kleines Wrap-up bitten und bedanke mich schon mal bei Ihnen. Auch von meiner Seite vielen Dank. Es hat mir sehr viel Freude bereitet und es lässt sich ja relativ kurz prägnant zusammenfassen. Es bleibt spannend. Das ist ja so ein bisschen der Tenor auch aus unserer Runde gewesen. Und man kann eigentlich festhalten, dass wir in der Tat in einer Phase leben, wo es bestimmte Trends gibt, die wir ja auch alle skizziert haben. Wo sie genau hinführen, Herr Dr. Conradi, hatten Sie vollkommen recht, wird sich zeigen. Ich bin da nämlich auch so ein Stück weit bei Ihnen. Ich glaube nicht, dass alles so nachhaltig sich verändern wird. Und von daher glaube ich einfach, dass dieses Thema Millennials, Kiezkultur in den nächsten Jahren zunehmen wird. Und die Stadtteile, die jetzt da sind, haben auch alle ihre Daseinsberechtigung. Und das ist ja das Schöne auch bei uns, dass jeder nach seiner Präferenz seinen Standort suchen kann. Ja, dann darf ich mich bei Ihnen allen bedanken und natürlich auch bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für die rege Diskussion und Ihr Interesse, die Fragen. Morgen Nachmittag geht es hier bei What's Next um 14 Uhr auf die Reise ins Herz unserer Republik nach Frankfurt.
Deutschlands internationale Gateway City ist Wirtschaftsstandort und starker Motor im polyzentrischen Rhein-Main-Gebiet. Welche Konzepte hier zukunftsweisend sind, wollen wir dort diskutieren. Die anhaltende Nullzinspolitik hat die Geschäftsmodelle zahlreicher Banken und ihrer Berater verändert. Die Folgen der Corona-Pandemie sind auch schon am internationalen Flughafen Frankfurt besonders spürbar. Mit dabei sind Daniel Reichwein, Managing Director der Heinz Immobilien GmbH, Jens Böhnlein, Global Head of Asset Management der Commerz Real AG und Nikolaus Bieber, Geschäftsführer von Groß und Partner. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. Sie können sich wie immer unter digitaler-herbst.de anmelden. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag und freue mich auf das Wiederhören. Bis dann. Danke. Vielen Dank. Ciao. Tschüss. Tschüss.